Zweite Spielhälfte, Pausenstand war 4:3 für den FC Stadlar. Hast du nicht geschossen? Nein, okay, ich habe nicht geschossen, aber doch so viel. Das war gut, dann haben wir über den Gegner drüber. Das war lächerlich. Jawohl, das ist der Ausgleich zum 4:4. Das wird ja heute ein Handballergebnis. Kannst du morgen auf YouTube anschauen. Thank you.
Ja, das war abseits. Tempo, Jojo! Thank you.
Und das versteht jetzt auch wieder nicht. Alle unsere Spieler sind im Defensivbereich. Nein, morgen auf YouTube. Geh mal ein bisschen schneller, weil die Plätze auch nicht laufen. Das. Wie gesagt, Schiedsrichter hat es richtig gemacht, war so. Wir haben schon offiziell gehabt, die Schlimmere. Kann man nicht sagen, dass er Heimtendenz hat. Oh!
Schön, Mann! Das ist relativ, ne? So wie hingegangen ist, kann er nur hoffen, dass der Tormann hingeht. Oder er schießt direkt ins Tor. Weil er ist ja nicht abgerutscht, sondern er ist genau im Schuss mit dem Fuß Richtung Tor. Naja, er hätte ihn wohl neben das Tor rausgeschossen, ist ihm nicht gelungen. Gut, Nahaufnahme, Nahaufnahme. Hallo. Ja, sehr Aufnahme. Gut. Und das war das 5:4. Für den Simmeringer Sportclub. Jetzt kann ich es heute.
5-4. Zwei Erfrorene. Oh!
Jetzt haben wir 10 Spieler im Strafraum stehen. Da steht er nicht. Jetzt schaffen wir es gleich, dass der Öfte auch drin ist. Ah, ich sehe schon drin, der Öfte im Strafraum. Verteilen. Ohne dass meine Hände um sind, kann mir falsch sein. Naja, das. Irgendwas müssen wir ja mal zugestehen. Er war eh sonst brav. Der Schiri, meine ich. Ja. Thank you.
Ja, da kommen ein paar Traumtänzer. Ein paar Traumtänzer, habe ich gesagt, kommen da. Schön lächeln, schön lächeln. Eine Minute noch, so was hätte ich gesagt. Endstand ist 5:4 für Simmering.